Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost in Play. Ach, alter Schwede, das Strahlenrätsel in der letzten Folge, das war wirklich knackig. Aber vor allen Dingen das Drachenrätsel. Das Drachenrätsel hat mir eben so ein bisschen die Luft rausgeholt, irgendwie rausgenommen. Aber dafür wurde ja die letzte Folge ein bisschen länger, so als kleine Entschuldigung für meinen geistigen Lapsus. So, ich bin super gespannt, wie wir uns denn heute anstellen werden bei den ultra geilen Strahlenrätseln mit der echt coolen Musik. So, auf geht's. Oh ja, da ist sie wieder. Okay, ein goldener? Oh nein, der goldene. Okay, der goldene muss nach da oben. Okay, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Er kann einfach hier lang. Wenn wir... Warte mal, wir müssen da hoch. Theoretisch? Eigentlich ist es doch egal, oder? Wir müssen doch nur ihn hier runter. Dann müssen wir ihn da hinbringen. Dann hole ich ihn hier. Nach hier oben. Mistikack, das gibt's so nicht. Ich brauche da zwei. Warte. Wir könnten ja auch so machen. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so und so. Und so nicht, weil wir jetzt hier nicht mehr weiterkommen. Wie kriegen wir ihn jetzt da runter? Warte mal, eine Sekunde. Eine kleine Sekunde. Du hast ja auch gar keine andere Wahl. Okay, gut, ja, du könntest vorspulen. Das ist natürlich eine sehr schlaue Idee. Müssen den nur noch da oben und den anderen müssen wir jetzt eigentlich... Müssen wir ja nur da hochbringen. Mehr ist es ja nicht. Hier ist anscheinend das Rätsel, wie wir ihn hier... Also ihn hier, nicht den güldenen, sondern den nach oben, wie wir den hier dahin bringen. So, jetzt haben wir ja eigentlich schon verloren wieder, weil da kommen wir ja nicht raus. Heißt also, wir könnten ja einfach jetzt ihn hier nehmen. Da lang, dort lang, hier lang, da lang. Ja, dann haben wir es doch eigentlich schon, oder nicht? Okay, er macht's erst gülden. Das ist ja spannend. So, okay, das ist natürlich gewitzt. Das ist natürlich sehr gewitzt. So, dann machen wir es so. Und wir können ihn auch davor schalten, ist kein Problem. Okay, dann müssen wir ihn jetzt hier rausholen. Heißt also, wenn ich jetzt... Wir können ihn da nicht wegnehmen. Können den anderen da auch nicht unbedingt wegnehmen, dann haben wir die Position verloren. Wir könnten... Da können wir nicht lang. Da können wir nicht runter. Ach du grüne Neune! Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen und wahrscheinlich auch ein bisschen schweigsamer, als es eigentlich zuträglich wäre. Hier runter, da lang, hier hoch. Ich bräuchte jetzt hier noch einen zweiten, damit wir hier... Nein! Ich war so doof. Das ist doch... So, warte. Wenn wir jetzt hier da... Da kommen wir aber nicht weiter. Heißt also... Hm.
müsste. Wir könnten den da immer vorschalten, das wäre kein Problem. Aber dann versperren wir uns den Weg, den wir brauchen. Quasi jetzt diesen Weg. Die hintere Ecke da links, die ist ein bisschen mies. Die ist wirklich ein bisschen mies. Die Ecke ist halt auch käsig. Also wir brauchen die Ecke da oben, wir müssen die haben. Sonst sehen wir wirklich ein bisschen alt aus. Heißt also, wenn ich ihn jetzt hier nach da mache, der nach da. Hier bräuchte ich noch einen zweiten. Wir könnten natürlich auch. Jetzt ist schon wieder die Ecke da hinten. Ah, das ist aber ein bisschen. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich ihn jetzt hier, da, dort, da, da. Und wenn ich ihn jetzt hier, kriege ich ihn aber nicht mehr raus. So, dann habe ich nämlich das Problem, dass wir denn da drin hängen. Genau hier. Und ich nicht mehr weiterkomme. Ich kann nur noch hier in diese komische Ecke rein. Aber da kommen wir einfach nicht mehr da raus. Großes Problem. Ich könnte aber so machen. So. So, so. Und so. Heilige. Alter Schwede. Haben wir es etwa schon geschafft? Und was ist dieses Geräusch? Ist es ein Frosch? Ich schleiche mich mal weiter. Ganz leise. Kein Mucks machen. So, die Pfeile nach oben. Aber wir hören den Frosch nicht mehr. Hallo? Ah, hallo? Oha, der Froschkönig. Hallo? Einmal kurz krabbeln. Na komm, einmal kurz krabbeln. Okay. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play Lost in Play. Jetzt mit Gruselfaktor. Was ist denn? Ich weiß auch nicht. Das locker, luftig, flauschige, das nette Teeparty. Was zum Henker? Das Gefühl ist irgendwie, das weg. Ich vermisse das Gefühl. Das war schön. Das war locker, fluffig, leicht. Das war, als würden wir eine Komödie spielen. Jetzt ist es mehr so. Willkommen in der Bizarro-Welt. So. Hallo. Werden wir jetzt zum Froschkönig? Ach du Heilige! Na komm, steh schon auf! Bitte, bitte! Na komm! Du bist keine Ente! Oh Gott, ja, nimm das Ding ab! Heilige! Was war denn das? Das war wie ein Fiebertraum. Alter Schwede. So, raus hier. Wir haben alles. Oh mein Gott. Ja, alles, was wir brauchen. Zumindest hier raus. Mach es gut. Geil, kann ich mir den Stab noch irgendwie? Kann ich mir.
schade. Wir haben nur noch die geile Lichtshow. Aber hey, immerhin das. Immerhin das. So, viele Leute bezahlen sehr viel Geld für ein bisschen Laserstrahlen in der Wüste. So, warte mal. Wir haben Zeug und Kram am Start. So, ich habe immer noch den komischen Rasierer. Ich brauche Tuch. Der Goblin hängt an meinem Tuch dran. Ah, immer macht der Goblin Probleme. Ist keiner. Ist wirklich nervtötend. So, komm ran hier. Weiß ich auch nicht. Kann ich ihm einfach mal schön den Rasierer geben? Dann hat das Elend hoffentlich auch ein Ende. Schnell die Seile durch, ja? Bitteschön. Die Freude über seine Rettung hat aber kurz gewährt. Leider nicht kurz genug. Ach Mann, ey. So, feuchter Goblin Schmatz, na tolle Wurst. Jetzt riechen wir die ganze Zeit nur nach Goblin irgendwie aus dem Gesicht. Dynamone. Sehr schön. Mega geil. So, kann ich die jetzt? Warte. Ein paar Rollschuhe, Schlittschuhe wollte ich schon sagen. Nabazone. Mega geil. So, und dann habe ich noch hier. Nein. Das ist doch das. Ja, sein. Genau. So, ich habe noch hier. Rago. Sei aber vorsichtig mit dem Ding. Ich musste da ganz schön krasse Rätsel lösen. Und dann hatte ich eine ganz merkwürdige LSD-Erfahrung. Ich war eine Ente. So, aufpassen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das auf Goblins irgendwie auch so wirkt oder ob es nur mir so ging. So, wie sieht das aus? Jetzt sind wir hier fertig. Samina Lagilugi? Coolio! Ah, und wir haben das Rad draußen. Sehr schön. Nabazone, Dinamone, Rago. Rezi. Geil, Rezi! Hello. Prüsterchen! Hey, Lemadoni Moini. Ja, sieht doch ganz einfach aus, wa? Also, was? Bitte wie? Ich muss das jetzt selber zusammenbauen. Mein Gott, es ist so geil. So, kann man hier die Anleitung angucken. Wir können uns die Anleitung... Ah, sehr detailliert, ja, sehr schön, ja. Technische Zeichnungen sind auch mein Hobby. Schade, dass hier gar keine Maße drin sind. Oder Explosionszeichnungen. Das wäre natürlich auch eine große Freude meinerseits. Aber, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Heißt also, wir müssen einfach nur hier... Das Drachige ans Eckige und das Eckige ans andere Eckige. Und dann sind wir fertig. Das ist ein Traum. Achso, man kann ja auch weiter. Das ist geil. Nein, ich habe keinen Teppich. Scheiße. Es funktioniert nicht. Brauche ich auch noch einen Freund? Okay, also eins. Okay, das haben wir am Start. Die eins haben wir am Start. So, da brauche ich noch diesen Kasten. Den Kasten haben wir am Start. Da brauchen wir dreimal von den Verbindern. Vier Schrauben, drei kurze Dübel, vier lange Dübel. Okay, und dann einmal das andere Ding da mit einer Stahlplatte und dem Schraubendreher. Ja, so, okay. Ja, gut, ja, das ist ja... Puh, ja, dann gucken wir doch mal. Also, dann haben wir das Ding. Heißt also, ich brauche jetzt drei von denen, ja. Habe ich am Start. Kann ich die jetzt hier... Ich weiß nicht. Wo mache ich denn die dran? Warte mal, ich gehe nochmal hier. So, steht ja nur das da. Ah, okay. Ich muss die kurzen Schniffis muss ich in das Ding. Muss ich in das Ding reinmachen und dann kommen... Ah, okay. Und dann kommen die da drauf. Oder muss ich die langen vorne reinmachen? Na gut, kriegen wir hin. Das sind die kurzen. Und die kurze mache ich jetzt mal hier rein, ja. Nochmal hier rein. Schönes kleines Minispiel. Eine Wohltat nach der Gehirnakrobatik von gerade eben. So, das da. Dann hier nochmal, das da. Dann hier. So, sehr schön.
Dann die langen. Und hier vorne rein. Sehr schön. Ja, das klappt doch schon mal ganz gut. So, nächste Seite. Jetzt muss ich einfach nur schrauben. Ach, ich muss die Platte abschrauben. Und dann muss ich verkabeln. Okay, warte, ich muss mir das kurz mal merken. Okay, ja, das Strichige denn da auf das Dreieckige. Okay, ja gut, ja, das werde ich doch wohl hoffentlich hinkriegen. So, kurz hier ab. Ja, sehr schön. Das geht erfreulicherweise geht das sehr, sehr schnell, sehr fix, sehr schön. So, dann muss ich jetzt die Hand haben. Es sagt ja nichts aus über die Farbe. Also kann ich jetzt einfach hier abmachen? Das kann ich doch wohl einfach abmachen, oder? Warte mal, kann ich das jetzt erstmal beiseite legen? Nö, das geht natürlich nicht. Das Runde musste hier hin. Das funktioniert aber nicht. Dann stocke ich doch erstmal da rein. Das ist blau. Das ist das Strichige. Das Strichige musste ins Dreieckige. Okay. Das Runde musste. Warte mal, das Runde ist ja schon da. Da, wo es hingehört. Ja, mega geil. Jetzt müssen wir noch das Plü, ja, das Plus. Das Plus muss jetzt noch hier oben ins da rein. Und dann haben wir da auch Strömerchen drauf. Geil. So, heißt also, da sind wir doch hier fertig. Nicht wahr? Dann können wir das ja wieder zusammenbauen. Sehr schön. So, ab in die Anleitung. So, das haben wir gemacht. Dann muss ich jetzt die Schrauben wieder reinschrauben. Dann muss ich eine Glühbirne da reinschrauben. Und dann nehme ich ja mit der Hand und stecke die beiden Kästen einfach zusammen. Und ich hoffe, ich kriege keinen Schlag. Das werden wir doch wohl hinkriegen. So, bitte. Hier rein. Hier rein. Und da rein. Okay, und jetzt mit dem Schraubendreher. Schwupp, schwupp. Bzip, bzip. Ja, sehr gut. Und das letzte. Ausgezeichnet. So, den wieder beiseite. Und jetzt nehme ich auch einfach mit der Hand hier, ja. Das nehme ich jetzt so. Und dann schlunzen wir halt einfach da ran. Jo, nichts leichter als das. So, muss ich jetzt bestimmt nur noch den Kopf dran machen. Jetzt brauchen wir noch die zwei langen Dübel, ja, und dann haben wir doch schon. Dann haben wir es. Cool. Sehr schön. Da haben wir doch schon mal wieder unser Drachenflugzeug. Haben wir ja quasi schon von ganz alleine. Haben wir hier zusammengebaut. Überhaupt kein Problem. So, jetzt nehmen wir den, jetzt nehmen wir Ditte und jetzt machen wir so. Cool. Dankeschön. Bereuzen. Prösterchen. So, komm hier. Mund zu. Es geht los. Krutikala. Ist das so eine gute Idee? Und andere wieder arbeiten lassen, weil er der König ist. Was für ein Arsch. Ah, sehr geil. Ich jetzt so abfeiern. Okay, oh, ach du Scheibengleister. Oh, wir müssen, oh Gott, oh, was zum Lenker. Ich muss sie einsammeln. Ich sammle. Ach, die Musik. Hallo. Ich kenne mir doch. Er ist auch so ein Rumtreiber. Die Krone. Nein, nicht wieder aufsetzen! Wir müssen uns ranhalten. Ach du Scheibenkleister, wir haben nur noch 2 Tage. Was ist mit unserer Schwester? Da tun sich Fragen auf. Aber ich werde. Was zum. Ich werde gleich wieder durch die herrliche Melodie hier. Durch die herrliche Melodie werde ich gleich wieder abgelenkt.
Tschüss. Nein, was ist denn? Alter. Ist das unglaublich schön gemacht, ey. Ist ein Traum. So, hier runter. Warte. Die müssen wir uns doch alle holen. Nein, die Krone! Jetzt halten Sie doch mal fest! Nein! Was? Oh, nein! Sehr passend, dass er seine Fahne in einen kleinen Kackehaufen gesteckt hat. Noch mehr Goblins? Ich hoffe, die sind nicht so arschig drauf. Ach, und was ist wieder Moral der Geschichte? Irgendwie ist es... wir haben 5 Quintilliarden, ja, Kilometer haben wir vor uns gehabt. Wir haben es nicht ertragen können, ja, mal kurz mal nicht mit unserer Schwester zu streiten. Und das, ja, das kommt jetzt dabei raus. Eine tolle Wurst. So, das können wir uns ja direkt auch selber auf die Fahne schreiben. Haben wir richtig schön verkackt. So, Orangina Balona. Kachopola Kensen, man. Jetzt noch unsere Schwester und auch die große fette Frage. Wir haben nur eine Krone. Wir sind aber zu zweit. Wir sind zu zweit und wir kommen durch das Portal nur mit der Krone. Keine Ahnung. So, wir gucken mal hier durch. Fliegende Inseln. Das ist eine Entenfahne. Hat der Goblin Arsch? Hat er jetzt gerade sein Königreich hier? Du willst mich doch wohl verarschen. Was ist denn das für eine Krone? Warum? Ist das jetzt aus diesem kleinen Kackehaufen? Ist das aus dem kleinen Kackehaufen geworden? Ist es so wohl nicht? Was ist denn das hier? Das sieht aus wie Goldogur. Was ist denn hier los? Sag ihm, dass ich ihn hasse. Mein Gott, was zum Teufel. Das ist ja. Ah, hallo. Oh, schön. Das ist ja, der gießt die Pflanze. So, der kann doch auch mal aufhören. So, der trinkt. Die Pflanze ertrinkt. Ist doch nicht gut. Weißt du, am Anfang dachte ich noch so, ein netter, sympathischer Typ. Der ertränkt aber Pflanzen. So. Hier oben war noch was. Ist das eventuell unsere Schwester? Das ist nicht unsere Schwester. Es ist so gut gemacht, alter Schwede. Ist hier oben vielleicht unsere Schwester? Im höchsten Turm? Ja, genau. Ach, Mann. Es ist so... Ach, es tut mir leid, aber manchmal... keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache. Warum wir uns immer streiten, irgendwie. Warum... Weiß ich nicht. Ich hätte ja auch mal nicht irgendwie mit dem Gameboy rumspielen können, weißt du? Dann hätten wir ein schönes Abenteuer erlebt. Und jetzt? Jetzt sitzen wir hier in dem Schlamassel irgendwie. Schwester eingesperrt. Irgendwie. Wir haben nur noch 2 Tage irgendwie um, keine Ahnung, wahrscheinlich 4,5 Quintilliarden Kilometer zurückzulegen. Und ach, ich vermisse jetzt schon. Und ich sollte nicht so ein Arschi-Arsch sein. In solchen Fällen weiß man immer, was man verloren hat. Erst wenn man es verloren hat. So, ist hier oben... Ach, keine Ahnung.
So, da ist sie. Haben wir noch irgendwie was? Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir sind durch. Das ist bestimmt die fiese Wachente hier. Ihn können wir leider nicht mehr abchecken, aber der ist schon ein bisschen. Er ist schon ein bisschen gruselig. Aber Luna Kaijuni. Er sitzt im Knast. Rico Marita Flori. Arita tut in the Pulat. Okay. Das klappt bestimmt. Die Ente. Die Ente. Okay, das war... Ich bin schockiert und erstaunt, dass sie uns helfen wollen. Ja? Und der Plan ist... Einem Genie und einem Meister des Einbruchs entsprungen. Was anderes... Der kann gar nicht schief gehen. Der ist so sensationell gut ausgeklügelt, ja? Jede kleinste Nuance wurde da bedacht. Chapeau. Ich verneige mich vor so einem großen Könner. Es ist ein Traum. So, wir brauchen Kram und Zeug. Ich habe keine Ahnung, wo wir Kram und Zeug herkriegen. Wir brauchen Karren. Wir brauchen die Blume, die einschläfert. Und wir brauchen einen Huhn. Es ist ein Traum. So, kann ich hier... Warte mal, wenn wir ihn ansprechen... Ja, ich weiß. Okay, gut, ja. Dann sagt er uns das nochmal. Raus hier aus der Tür. Kopf einziehen. Wir kriegen... Was ist das? Oha, wir sind in Goblinhausen. Oh, Schall. Der kleine Strampler da hinten. Oh, da hängt der kleine Goblin noch drinne. Da weiß man genau bei der Kindererziehung, wo das Kind abgeblieben ist. Weißt du, es kann sich nicht verletzen. Es kann keine Scheiße bauen. Das ist ein Traum. Das ist was zum Mitschreiben. Also, oh, da hinten. Wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre viel, viel, viel zu einfach gewesen. So, Freund Blasius, wie sieht's denn aus? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Kann denn sein, dass er eventuell, ja, also, es stimmt ja seine Gitarre da ohne Ende, aber eventuell fehlen ihm ja Noten. Das kann ja natürlich sein. So, da oben ist noch... Hier sind keine Hühner erlaubt. Oder beziehungsweise keine Raben sind hier erlaubt. Oh. Okay, eine Vogelscheuche wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt. Wir kriegen das Huhn noch. Wir kriegen es noch. Das kleine Arschkrampenhuhn. So, hallo, guten Tag. Marita Luca. Was sollte das jetzt bedeuten? Müssen wir alle Raben auf unsere Seite bringen, damit sie die Ernte, ja, die qualvolle, also die was wollte ich sagen, also grüne Leute, dass sie seine Ernte klauen, die Frucht seiner qualvollen Arbeit. Ich keine Ahnung. Hier hinten war noch ein schönes Klo. Schmuddelheftchen! Aha! Oh Gott. Okay. Wir kriegen die Bauanleitung für die richtige Vogelscheuche. So. Hier ist der blau getüpfelte rot gefieder Fuchs. Ist ein Vogel quasi. Ist kein Fuchs. Ist er blau getüpfelt. Dann haben wir hier das gemeine blaue Blesshuhn.
So, kann ich noch weiter? Ich komme nicht weiter. Warum komme ich nicht weiter? Ach so, komme ich weiter. Dann haben wir hier den Kohlsittich haben wir jetzt hier. Aha, da ist der Rabe. Ja, dafür, ja. Hm? Okay, gut. Ja, wir brauchen Totenschädel von, weiß ich nicht, mutiertem Elch. Und dann brauchen wir noch ein schönes Metal-Shirt. Ja, also kein Problem, das werden wir hinkriegen. Wir müssen aber darauf achten, dass die Zacken auch blau getupft sind. Ja, blau. Die müssen blau getupft sein. So, raus hier. Klotür wieder zu, entmufft ein bisschen. Können wir uns hier schon mal so eine Karotte ausleihen? Anscheinend nicht. Und alle haben irgendwie ein Problem mit Gießen. Das ertrinkt hier alles. Das verwandelt sich nur noch in Sumpf. Machen Sie Dude. Hallo? Habt ihr das auch gesehen? Warum hat die einen echten Mund? Was? Nochmal? Das sieht irgendwie komisch aus. So, okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und ja, auch nochmal. Sehr gut. Gute Frau, was plagt sie denn? Es fehlen zwei. Ich hab schon, ja, eins hab ich da hinten schon gesehen. Hier gibt's Birkstoff. Ich brauch einen Hahn. Okay, Juti. Oha. Die sehen aber finster aus, die drei Spießgesellen. Okay, der ist raus. Wir brauchen ein paar Chips, damit wir damit spielen können. Es ist auch. Guten Tag, guter Mann. Der ist. Welches Stadium des Alkoholismus ist das? Wenn man schon irgendwie die Schnapsflaschen abknutscht? Ich bin mir unsicher. So. Jetzt geht die ganze Fahrt wieder zurück, oder wie? Oh, jetzt sitzt er da oben. Warte. Da hinten. Ah, ist nicht das Richtige. Das ist ja ein mutierter, blau getüpfelter Bulle. Aber wir brauchen ja einen Elch. Scheibenkleister. Ich bin gespannt, wie wir alle Inkredenzien, ja, für unseren Heist zusammenbekommen werden. Für den brillanten Plan, der unmöglich schief gehen kann. Ich bin super gespannt. Dazu aber erst morgen in der nächsten Folge. Bis dahin habt noch eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, ihr hattet ein Quäntchen Spaß. Ach, und bis zum nächsten Mal. Ciao.